So, dann werde ich jetzt mit einer neuen Runde auf Trankrocide. Heute eigentlich letzte Level-Session, zumindest. Nee, es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So, eigentlich muss es halt klappen. Achso, aber ich werde trotzdem mit allen möglichen Leveln wollen. Was ist das hier? Special Power-Ups? Achso, drei. Okay. Ich glaube, ich kann auch ein Player-Lord-Event starten. Und was kostet das? 160, okay, das geht. Das können wir uns leisten. Dann kaufen wir uns noch schnell einen. Wo haben wir das Ding? World Buffs. XP-Ding. Genau. Und dann machen wir auch das Menü auf für. Oh Gott, wo ist denn ganze Scheiß? Buffs. Anarchy-Buffs. Server-Buffs. Okay, so. Genau. Dann, ich weiß, ob die eine Folge einen Unterschied macht, keine Ahnung. Aber wird schon passen. So, das hier rein. Das hier rein. Scheiß drauf, den Rest brauchen wir nicht. So, let's go. Ab nach Bahara. Bahara, hier, okay. Mann. Das ist immer so ein Ding. Ringmaster mal noch schnell. Zumindest zum gleichen Ort porten. Warum aktiviert den Dragon Ring Buff? Ich hoffe es nicht wegen mir oder so. Das wird echt sonst ein bisschen. Naja, egal. Ihr werdet schon denken. Wird sich schon denken. Juhu. Nice, alle Fieber mit. So, wait, warum. Hä? Habe ich jetzt Geld verloren oder nicht? Ich bin verwirrt. Egal. Was brauche ich denn jetzt? Sekunde. Hier, einmal. Ganz andere Scheiße, den brauchen wir nicht. Restarten wir noch. Ich restarte einfach auf pure STA. Der Damage ist sowieso absolut egal. Und lieber halt safe spielen, das Ganze. Und genau. Velocity, zack, 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 zack. 102 KP. Ganz den Rest brauchen wir nicht. Okay, let's go. Man, immer noch 100 KP AOE Damage? Weil wir 2 hätten die doch mal fast. Lol. Na gut, okay. Ich glaube, ich habe sogar gleich den anderen Buff, den Cheer meine ich, nicht den anderen Buff. Ringmaster, Couple Level, naja, ist halt so mittelmäßig. Aber es passt schon. Bin gespannt, wie es die XP sein werden. Die Party ist nicht ganz voll, scheiße. Ah, ich glaube, war eine volle Party, wenn man es wirklich reinhaut. 6 von 8, ja, komm. Wo ist er? Da ist er. Okay, let's go. 36%. Genau, wir haben jetzt quasi noch gute zwei Level vor uns. Und ja, das sollte eigentlich schon klappen. Bin mal generell gespannt, vielleicht schaffen wir noch ein bisschen mehr als 2 Level. Sollte ja eigentlich schon irgendwie im Bereich des Machbaren sein. Dragon Rank und ein paar Dragon Rank Level finde ich auch geil. Also so Level 10 oder so wäre wirklich geil. Aber keine Ahnung, wie die XP mittlerweile sind. Früher waren die ziemlich hoch. Wobei am Anfang lief es irgendwie nicht so gut. Deswegen, na, keine Ahnung. Naja, die XP sind irgendwie so. Sind nicht so gut, wie ich mir irgendwie gerade wünsche. Aber auch, glaube ich, ein scheiß Spawn schon wieder. Oh, jetzt ist der Ringmaster wieder out of sight. Oh. Müssen wir dahinter irgendwo. Ja, ist da. Ja, der Spawn ist eben nicht so gut. So, manche Mobs haben wirklich so einen kranken Spawn. Und andere Mobs haben wieder so einen übelst billigen Spawn hier. Also der hier, der 155er, da ist ja zumindest hier an der Stelle. Naja. Also hier bei den Häusern sammeln die sich irgendwas gut. Ja, okay. Ansonsten ist es halt echt eher so mittelmäßig.
Nee, ich will da auch wirklich irgendwie ein bisschen weiterkommen, damit ich dann wieder offscreen leveln kann, weil, ja, das ist halt so, das ist immer das Hauptproblem, weil das Ding ist, ihr wollt halt auch nicht 50 Stunden oder 100 oder 200 Stunden leveln sehen. Da habt ihr auch keinen Bock drauf, glaube ich. Also ich meine, wenn ihr drauf Lust habt und so, klar, schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube halt zumindest so, es ist glaube ich nicht so interessant. Klar, man kann dann wieder so Level-Sessions zeigen und so und aufnehmen. Aber so wirklich, also wenn ich es halt bis 100 oder 200 sogar durchziehen sollte, ich glaube, dann ist es halt irgendwann auch wieder, irgendwann ist es auch vorbei irgendwie so mit einem interessanten Teil. Und dann mache ich es, glaube ich, lieber offscreen. Und natürlich ein dickes Plus für mich ist einfach, ich kann, wenn ich offscreen aufnehme, halt nebenan Film schauen. Und ich kann auch mal 2 Stunden leveln, ohne dass halt die Stimme nach einer halben Stunde schon irgendwie sich verabschiedet oder so. Genau. So, ja, das läuft aber schon. Also hier sind ein paar mehr auf alle Fälle. Da ist ein guter Spawn. Ja. Schaut gut aus. 60%. Also sozusagen Progress ist schon da, den wir hier machen. Das läuft schon gar nicht mal so schlecht eigentlich. Klar, es könnte natürlich immer ein bisschen besser laufen. Ah yo, ich könnte eigentlich das XP-Pad nicht mal leveln, oder? Why not? Warum eigentlich nicht? Ich meine, mit den AOEs, die wir hier machen, das sollte das Ding leveln wie Sau. Das Endpad ist schon gelevelt und ich glaube, die Ints sind auch absolut irrelevant für uns. Ja. Ja, ich glaube, das geht ganz gut. 3,6%. Okay. Immer noch kein Chia, schade. Müssen wir mal schauen, wie schnell das Pad levelt. Oder eben nicht levelt, je nachdem. 4%. Bin ich mal gespannt. Angenehm. Sehr, ja, hier sind Mobs. Das gefällt mir. Das hier macht schon mehr Spaß. 75%. Not bad. Ja, XP sind gut. Pet hat schon fast 10%. Läuft, läuft, läuft. Ja, gut, also ich glaube, hier ist es, glaube ich, ganz angenehm zu leveln. Man braucht halt irgendwie nur mal den richtigen Spot. Und ich glaube, damals, also damals, da hätten wir auch gestern, also im letzten Video quasi, in den letzten 2 Videos, hier viel schneller leveln können, als wir es dann tatsächlich gemacht haben. Also primär eigentlich im letzten Video, da haben wir eigentlich erst dann hier gelevelt. Und ja. Genau. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass ich kein einziger Strength Rank Ampli habe. Und das heißt, wenn wir jetzt auch Strength Rank schaffen würden, stehen wir halt ziemlich nackig da. Weil wir haben effektiv nichts. Wir haben halt nur die normalen, also wir könnten halt die normalen 5 Amplis anmachen. Aber die sind irgendwie auch lame. Das heißt, egal wie viel Zeit wir noch haben, um Dragon Ranks zu leveln, das wird nicht sonderlich gut laufen, wahrscheinlich. Ach, ihr Mistfliegen, Mann. Diese nervigen kleinen Kackfliegen. Kennt diese scheiß Obstfliegen? Das Schlimmste ist vor allen Dingen, dass die sich überall auf dem Bildschirm absetzen. Beziehungsweise wenn man die dann auf dem Bildschirm drückt, dann. Ja. Wirst du das nächste halbe Jahr noch an die Dinge erinnert. Und immer wenn du irgendwie ein Spiel spielst wie, keine Ahnung, War Thunder oder so, und man denkt sich so, oh, da ist ein Flugzeug im Himmel, und dann so, ah, nee, es ist nur irgendein Rückstand von irgendeiner zerdrückten Fliege. Es klingt halt so dumm, aber mir geht es halt wirklich die ganze Zeit so. 149, nice. Also, das war jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Das ist jetzt absolut hundertprozentig ernst. Das ist wirklich das. Hä? Wait. Hä?
Hatten wir gerade nicht 108 KP oder so? Was? Was zur Hölle? Wir hatten noch gerade 108 KP. Oder bin ich jetzt gerade wirklich blöd? Oder haben noch irgendeinen anderen Buff bekommen oder so ein Scheiß? Ich weiß es nicht. Weil Level hat noch nicht mal lange eigentlich. Wir haben ja noch nicht mal die 9 Minuten. Ich meine, die haben wir schon angemacht, bevor wir angefangen haben zu leveln. Tatsächlich leveln wir eigentlich erst seit, keine Ahnung, ja, gut 8 Minuten ungefähr. Respawn, please. Partys auf Contribution. Es ist wieder nicht ganz voll. Blöd. Nervig. Ich mach noch schnell einen Client auf vielleicht. Das ist so eine Aussage, die du halt wirklich nur in Fly First und halt in keinem anderen Game. Also... ja. Einfach ja. So, ich starte das Spiel nochmal. Also, stell mal vor, es ist ein WoW oder so. Die würde sagen so, was machst du? schnell ein paar andere Sachen schließen. Also nicht, dass ich irgendwas von Leistung ausmacht oder so. Aber... naja. Moment, schnell einloggen. Party suchen. So, kurz rausporten aus Flares. Der einzige Grund, warum ich jetzt gerade einfach nur den ganzen Anschritt ausmache, ist, weil ich halt... ich meine, im Zimmer wird es einfach warm wie Scheiße. Und wenn ich halt einfach später schlafen will, so eine Stunde oder so, oder effektiv genau kurz nach der Aufnahme, dann... ja, dann rippt mein Leben einfach. Dann bin ich komplett ripp. Das ist einfach nicht gut. Einfach je mehr Strom, desto pizziger zieht, desto wärmer wirst du einfach. Ist halt... ja, leider normal. Supraleiter, please. Stell mir vor, ein PC, der keine Wärmeentwicklung hat. Und keinen Strom verbraucht. Weil das Ding ist, PCs, also Stromverbrauch bei PCs, beziehungsweise CPUs und GPUs, ist ja wirklich reine Verlustleistung. Es ist ja... die brauchen ja keinen Strom, also effektiv keinen oder kaum Strom zu funktionieren. Es hat wirklich nur Verlustleistung. Und... naja, mit Supraleitern wäre das halt dann theoretisch möglich, dass die halt mit quasi keinem oder fast keinem Stromverbrauch dann funktionieren können. Aber das Problem ist, dass es noch sehr instabil für Supraleiter. Und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die einsatzbereit sind. Vor allen Dingen das größte Problem ist, dass sie halt nur bei extrem kalten Temperaturen aktuell funktionieren. Beziehungsweise fairerweise bis, ich glaube aktuell irgendwie so 16 oder 20 Grad oder so. Aber halt A, Preis. Und ja, B ist halt noch nicht wirklich nützlich. So, stell mal vor, so, ja, ist mal heute ein warmer Tag, im Zimmer hat es 30 Grad. Und dann so dein CPU, jupp, ich quittiere jetzt den Dienst für immer. Ja. Glaube ich, ist halt nicht so geil. Aber das Potenzial von Supraleitern ist wirklich riesig. Also, was man dann noch in Zukunft also machen kann und so, was man dann noch generell so für Möglichkeiten haben wird, das ist schon ziemlich geil. Also, wer weiß, vielleicht so in, keine Ahnung, ist es einfach irgendein Zeitraum, den ich in den Raum werfe, sagen wir mal so, keine Ahnung, 2036 oder so, 2040, 2042, gibt es dann vielleicht kein 100. Grafikkarten-Release irgendwie im Herbst, sondern dann kommen die ersten CPUs mit Supraleitern. Who knows? Also ich denke, wir werden schon noch erleben, auf alle Fälle. Und das wird halt wirklich, das wird ein Quantensprung. Das wird krass. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Aber gut, halt mit der Voraussetzung, dass wir uns nicht irgendwie selbst bis dahin mit Nukes oder weggebombt haben und halt nicht irgendwie, weiß ich nicht,
nämlich in Vulkanen so gestorben sind. Wobei letzteres eher unwahrscheinlich ist. Aber wer weiß, vielleicht kommt irgendein US-Präsident und sagt so, ah, den Yellowstone, da werfen wir jetzt mal eine Atombombe drauf, einfach um zu testen, was passiert. Also, es soll zwar nichts passieren, aber vielleicht passiert trotzdem was. Prozent. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was man mit diesen Dingen machen kann, diese Event-Token. Es sind halt nicht mal Event-Token. Also die stammen halt nicht mal von Events, glaube ich. Die sind halt einfach nur. Kein Plan. Irgendwelche random Items, die man random droppt. Pet ist immer noch Level 1? Ich dachte, ich meinte so drei AOEs und dann ist es Klasse S oder so. Nee, also ich dachte mir schon, dass es irgendwie Klasse B langsam wäre. C, 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 ja. Ja. Aber läuft ganz gut eigentlich aktuell. Muss ich trotzdem jetzt sagen, auch wenn man es hier gerade sehr ineffizient levelt und so, aber das läuft trotzdem ganz okay. Also es kann wirklich um einige schlechter laufen, sagen wir so. Und genau, ich weiß es gerade nicht mehr hundertprozentig, aber wie gesagt, ich glaube, man muss 99,99% machen. Das ist halt also wieder so ein Nachteil. Das heißt, wir werden es halt nicht direkt auf Dragon Rank sein, sondern ja. Alter, wie schnell die Mobs einfach down gehen. Holy shit. Okay, Level 49 immer noch. Muss auch noch ein bisschen Geld spenden gleich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von Gilden Level 50 so weit entfernt sind. 3,2 Millionen XP, das müsste schon relativ nah dran sein. Prozent auf dem Pad. Nein, nein, nein. So, okay. Wir sind auch gleich Level 150. Ja, ich muss sagen, ich bin auch relativ froh, wenn wir gleich Dragon Rank sind. Weil ich hänge einfach zu weit hinterher und ich muss auch bestimmte Dungeons langsam farmen und so. Und das macht halt alles schon einen großen Unterschied wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass das einen großen Unterschied macht. Aber ich bin echt verwundert, wie schnell, dass ich hier die Lightning Card 7% zusammen hatte. Also, generell irgendwie, die Progression, die ist. Die Early Game Progression auf Dragon Crusade ist immer so schnell irgendwie. Ich weiß es nicht. So, das Endgame, also ich muss sagen, ich hasse es in Spielen, wenn sich das Endgame so zieht. Wenn ich im Endgame bin, dann will ich halt irgendwie einfach auch bald fertig werden, weil es ist halt immer noch so ein sinnloser Grind irgendwie. Es fühlt sich halt nach einem sinnlosen Grind oft an. Und das tut weh, glaube ich, was der gerade macht. Alter, jetzt kommt noch raus im Scheiß. Genau. Und ja, es ist immer so. Ey, diese Kakteen hier, what the fuck. Es fühlt sich halt immer so useless an und wenn man halt immer so im Überlegen ist, okay, mach jetzt was Produktives oder level ich halt in Flive oder farm ich halt irgendwas in Flive. Wenn man im Endgame ist, fühlt sich halt immer wie Zeitverschwendung an irgendwie. Und ich hätte lieber ein Early Game, welches lang dauert, welches sich wirklich zieht. Deswegen bin ich ja meistens auch ein bisschen lang im Early Game unterwegs. Und dafür lieber einfach weniger Endgame irgendwie oder Late Game. Also weniger Endgame. Late Game ist okay. Boom, doch, aber man muss doch nicht mehr Ding machen. Ja, nice. Ja, richtig nice. Da ist das Ding. So, dann gehen wir kurz ins Gildenhaus. Nein.
Da rein. Weg mit der ganzen Scheiße. So. Dann hier rein und da spenden wir einfach nochmal so 80 Millionen. Hat er nicht gereicht, okay. Und dann geht's ab nach Fireland, oder? Fireland? Fireland hier. Da ist Fireland. Okay. Au, oh, what? 800 KP haben die Viecher? 0,2 XP? Wait, what? 24 Millionen. Ach so. So ein Ding ist das hier. Sorry. Ah ja, ah ja, 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 genau. Warum mache ich? Was genau habe ich jetzt gerade verpasst? Warum kann ich die hier so holen, die Dragon Buffs? Ich kann nicht so holen, das ist lame. Was bringen die hier? 1% HP, 1% PvE Damage, 1% Cast. Hä, okay, warte, also jetzt erstmal kurz schauen. Warum mache ich denn so viel Damage? Hä? Ich bin hart verwirrt. Wie viel Damage machen die mir? 500 Block. Ja, ich bin offiziell verwirrt. Warum hat sich mein Damage gerade verdoppelt? Und wie viel mache ich denn jetzt hier mit Rake oder so? 500k. Ich hab vorher 870k gemacht. Hä? What the fuck? Und warum sind die XP so low? What the fuck? Ich bin richtig verwirrt gerade. Ah ne, falscher Skill, lol. So, Bombs 300k. 300k Bombs? Hä, warum macht das AOE so viel und der Rest so wenig? Okay, wir haben kein Impact raus, so klar, aber... Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Okay, und Ding haben echt viel mehr HP, als ich dachte. Dann geht mal gute XP. Ich würde sagen. Ja, schau mal zu den. Level 10er? Gibt es Level 5 oder so einen Scheiß? Ich weiß gar nicht mehr genau. 5er, hier. Ich denke, die passen ein bisschen besser als die als Level 10er. Okay, die HP steigen relativ flott, ehrlich gesagt. Ein bisschen schneller, als ich mir erhofft habe. Die haben jetzt auch keine Dragon Rank Abilities und so. Das macht echt ja, ziemlich viel aus. Ich glaube, wir kriegen eine zweifache XP oder so. Das heißt, allein das macht halt dann schon. Oder wird schon relativ viel ausmachen. Ja. So, XP. Ah, okay. Okay, massenweise Quest-Items. Ah, das Pad. Ja, the beauty of life. Das Problem ist halt gerade, also ich dachte mir eigentlich so, ich kann vielleicht dann die großen, dicken direkt mit dem Dot-Skill One-Hitten oder so, aber das war ein bisschen utopisch gedacht, scheinbar.
Ein bisschen sehr sogar. Ich überlege gerade, ob ich den Cask. Ja, eigentlich macht der PvE-Skill als einziges wirklich Sinn. Alles andere ist eigentlich auch dumm. Oder? Finde ich jetzt gerade irgendwie so. Irgendwie cast ich gerade teilweise nicht. Irgendwas ist gerade ein bisschen buggy. Okay. 42%, das ist gut. Ah, die haben hier irgendwas an den XP rumgeschraubt, glaube ich trotzdem. Oder ich müsste mal reinschauen. Ich habe irgendwas mit 3% pro Mob im Kopf. Ich hätte schwören können, ich hätte damals 3% bekommen. Naja, dann halt eben nicht. Ich schau trotzdem nochmal später nach, dann. Nicht jetzt im Let's Play, aber später dann vielleicht. Also ich weiß, wir haben damals noch mit Buddy Leveling und so weiter gelevelt, das war halt irgendwie auch generell krass. Können wir den Haken reinmachen, aber wird das keinen Unterschied machen. Ja, ich meine so 15% pro AOE ist es natürlich viel und so, klar, aber ich habe jetzt halt irgendwie mehr erwartet, deswegen bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Gut, jetzt Level 5 muss man auf Alpha noch schaffen, das ist wichtig, halt für, damit ich halt schon offscreen ein bisschen, also damit ich auch in die Amplis farmen kann und so. Wir wollen nächstes Mal wirklich ordentlich durchstarten und nicht so wie jetzt. Genau, das ist glaube ich noch ganz wichtig. Spät ist es 1 Uhr nachts, okay. Oh Gott, es wird wieder wärmer. Kennt ihr das, wenn es in der Nacht auf einmal wieder wärmer wird? Und denkst du so, oh, endlich kann man lüften. Und jetzt schaue ich gerade auf die Temperatur wieder. Das passiert irgendwie ständig, wahrscheinlich halt wegen Mittelmeerluft oder so. Und plötzlich geht die Temperatur so von 19,2 Grad wieder hoch auf 20,5. Also ich meine, vielleicht ist es auch einfach das China-Thermometer, was einfach scheiße ist. Kann auch sein. Aber, na, es, glaube ich, kommt schon irgendwie hin. Also, Wir haben 19 KHP jetzt. 119 KHP. Ja, ich bin trotzdem noch immer verwirrt. Ich bin nur verwirrt gerade. Also ohne Witz, ich bin richtig verwirrt. Ich komme jetzt gerade überhaupt nicht mehr mit irgendwie. Hatten wir nicht erst 108 KHP, 111 KHP und jetzt haben wir 119 KHP oder so ein Scheiß? Steigen die HP pro Level? Nee, oder? Lol, was? Der hat so schnell den World Boss gekillt? Lol. Okay. Ja, die Wand dürfte ein bisschen mehr leveln auf alle Fälle. Okay, die HP sind jetzt nicht gestiegen. New Skill Points haben wir keine available. Also, ja, schon, aber halt andere. Den hier. Eigentlich macht nur der Sinn, alles andere ist wirklich schwachsinnig. Achso, ich habe jetzt 2, okay, ich brauche 3. Wait, steigt unser Damage jetzt aktuell? Ey, es ist schon spät. Vielleicht haben wir gerade auch genau 226 LK Damage gemacht. Aber ich dachte, wir haben gerade um die 200 gemacht. Bin ich jetzt gerade so lost? Bin ich jetzt wirklich so lost? Nein. Ah, scheiße. Vielleicht bin ich wirklich so lost. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. 3. Nice. Und XP plus 3. Super. Jetzt kann man das Pad auch noch erwecken, fällt mir gerade auf. Sollen wir es gleich machen? Machen wir es gleich. Ein paar Scrolls, glaube ich, haben wir noch dabei, oder? Wir haben noch
Einmal? Nein, einmal? Zweimal? Dreimal? Irgendwie so? Genau. Irgendwas mit Int-Wert, wobei, naja doch, Int-Wert ist ganz cool. 30 Grad haben wir noch. Na wow. Int und STR plus 1, super. Nicht direkt das, was ich mir gerade gewünscht habe. Leider nicht mehr annähernd. %13. Ich hätte natürlich auch im Donate-Shop vielleicht irgendwelche Amplis kaufen können oder so. Ich würde sagen, welche Aktien. Nee, Amplis. Habe ich jetzt irgendwie auch wieder nicht dran gedacht. Yep. So ist es. Petabacken ist eigentlich auch mega easy dann, weil man kann ja die Items für Collector-Shops kaufen und die kriegt man auch wieder en masse, wirklich en masse. Alter. Ah ja, was machen hier Rake jetzt? 5. Wir kriegen mehr Damage dazu irgendwie. Aber der. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich das Ganze noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie sowas, der Damage irgendwie gestiegen ist mit den Leveln. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der gestiegen ist. Irgendwas ist passiert auf alle Fälle. Das weiß ich schon noch. Aber es ist ganz, ganz komisch. Es ist echt eigenartig gemacht irgendwie. Man kommt irgendwie nicht Skillpunkte oder so, die man ausgibt, wodurch man noch mehr Stats kriegt und noch die Stats mehr Attack und noch die Attack mehr Damage und so. Sondern es ist irgendwie. Es ist eigenartig umgesetzt irgendwie. Alter, dieser Zug hier bei mir, es regt mich so auf. Season Pass Level Up, oh. Richtig und wichtig. Wow, okay. Ich meine, ist nicht schlecht. Also ich freue mich allein schon fürs nächste Level Up, weil ich dann sehe, ob halt der Damage gestiegen ist oder eben nicht. Aber ich glaube, der wird steigen, ja. Aber ich weiß nicht, ob der steigt wegen der anderen Distanz zwischen mir und den Mobs, also wegen vom Level her, oder aus anderen Gründen. Aber nee, ich mache den Einsen genauso viel Schaden wie den Fünfen aktuell. Das heißt, in dem kann sie nicht liegen. Das ergibt keinen Sinn eigentlich. Ich merke gerade, bis wir die Dinger gewonnen hätten, werden. Boah, da vergeht viel Zeit. Also ich weiß es nicht, wie viel das ich auf Inters machen würde. Has been placed in your guildhouse, lol, okay. Funktioniert schon mal ganz gut. Wir können mal kurz testen mit 86 und mehr. 86 und macht einfach gar nichts aus, so effektiv. 20k mit Damage. What? Okay, das ist irgendwie auch krass. Ich habe jetzt erwartet, so irgendwie 50k mehr oder so. Ja, gut, 50k ist nicht so viel, aber. Ja. Mehr, einfach mehr. Ich meine, es macht, glaube ich, jetzt noch gar keinen Sinn, dass wir irgendwie umsetzen oder so. Natürlich, wir könnten das locker 300k AOE-Damage machen. Aber das sind wir halt noch genauso weit vom One-Hit entfernt wie halt vorher. Halt ein AOE weniger oder so. Das bringt halt auch nichts. Die Idee wäre halt vielleicht noch die Dicken mitzunehmen. Die steigen von HP irgendwie schon auch ziemlich stark.
Nee, aber es läuft sich gut. Also das muss ich echt sagen. Es ist trotzdem immer noch angenehm. Es ist nicht so, dass ich sage so, oh, verkacke und so. Noch geht's. Aber ich merke halt schon, also ohne die Amplis ist es ein harter Weg auf alle Fälle. Und ich weiß nicht, ob ich gerade einfach langsamer level als ein 101-Spieler, aber so wirklich, wirklich schnell. Also für AOE level ich jetzt wirklich schon sehr langsam. Nicht mehr so als wie eine Bahare-Wüste in der vorletzten Folge. Naja. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.